Hallo Daniela. Hallo. Du spielst ja die Rolle von Aqua in Konosuba. Genau. Wie fühlt es sich für dich an, eine wahrhafte Göttin zu spielen? Es ist sehr amüsant. Also wenn es, Aqua ist jetzt auch eine sehr spezielle Göttin, sag ich mal so. Sie hat nicht dieses klassische Anmutige, das man normalerweise von einer Göttin erwarten würde, sag ich mal. Und im Verlauf der Folgen verliert sie ja auch irgendwie dieses Anmutige, Wahrhaftige, finde ich. So gesehen, also es ist schon lustig, Aqua zu spielen und zu sprechen, aber sie ist jetzt für mich auch nicht die klassische Göttin, wie man sich sie vielleicht vorstellt. Oh bitte, ich will keine Aushilfsjobs im Einkaufsviertel mehr machen, ich hab genug davon! Mein Boss meckert schon, wenn am Abend auch nur eine Krokette übrig geblieben ist. Ich arbeite auch kräftig mit, ich gebe alles! Unsere Fans kennen dich unter anderem aus der Rolle von Mantis aus dem Marvel Cinematic Universe. Sowohl Mantis als auch Aqua sind ja Charaktere, die scheinbar nicht die allerhellsten sind. Machen dir etwas dusseligere Charaktere mehr Spaß oder sagen dir eher ernstere Rollen zu? Ich würde sagen, beides hat sein Für und Wider. Mir macht beides Spaß. Aber ich glaube, es ist halt schon so ein bisschen typbesetzt. Also es passt immer sehr gut und es macht mir, doch ich würde sagen, es macht mir mehr Spaß als die Ernsten. Mit ihren Partytricks unterhält Aqua die Leute ja gerne in den Pubs. Hast du eigentlich irgendein Talent, womit du Leute auf Partys oder Bars beeindrucken kannst? Soll ich das wirklich sagen? Ich kann mein BH verschwinden lassen. Nein. Leider bin ich vollkommen talentfrei. Wie Aqua ja eigentlich auch. So gesehen passt es jetzt auch schon wieder sehr gut. Keinerlei Partytricks vorhanden. Nein. Okay. Würdest du uns den BH-Trick einmal vorführen? Nur mit ihr alleine. Okay, ich gehe kurz raus. Du gehst mal kurz raus. Man sieht doch, was für eine Göttin ich bin. Mein Name und mein Aussehen sollten ja wohl Hinweis genug sein. Ich nehme an, die Göttin der Partytricks. Halt, du Stubenhocker-Nerd des Wassers! Göttin des Wassers, siehst du nicht meine schönen blauen Augen und Haare? Es hindert dich nicht. Schaust du eigentlich in deiner Freizeit auch privat Anime? Nein, habe ich aber gemacht. Als Kind. Also so Sailor Moon, Zeugs. 96 rum war das ja, da war ich klein. Oder was gab es noch? So Mrs. Joe und ihre fröhliche Familie und sowas. Also die ganz alten Schinken, das habe ich wirklich gerne geschaut. Sailor Moon auch. Und dann mit Pokémon also ist es dann abgeschwächt. So langsam, da war ich dann, hat es mich irgendwie nicht mehr gepackt, die Leidenschaft, leider. Wer weiß, vielleicht ändert sich das ja jetzt nach der Arbeit an Konosuba, vielleicht wirst ja. du dann wieder zum Anime. Ich habe mir die Box sogar gekauft, also das habe ich, ja. Fand ich, es ist sehr gut geworden, muss ich sagen. Auch mit den Kollegen, also mir hat es gefallen. Das schön. Zusammenspiel war schön, habe ich mir angeschaut. Ich habe sie alle freigelassen, aber den hier musste ich einfach behalten. Sogar der Wintergeneral ist auf meine Oscar-Reife-Vorstellung reingefallen. Super, das hast du gut gemacht, Aqua. Kazuma hat sich ja für Aqua entschieden als sein Mitbringsel seiner Wahl in die neue Welt. Du als diejenige, die die Rolle verkörpert, hättest du das an seiner Stelle auch getan? Oder was wäre der Gegenstand oder die Person, die du in eine andere Welt mitnehmen würdest? Punkt 1, nein, ich hätte Aqua wahrscheinlich nicht mitgenommen, weil sie keine besonders große Hilfe ist. Also sie ist ja oft auch die Verursacherin für viele Missgeschicke, die da dann stattfinden. Sie ist zwar ganz niedlich und ich mag sie auch sehr, aber ich glaube, ich hätte sie nicht mitgenommen. Gut, das kann man ja vorher nicht wissen, ne?
Aber ich glaube, ich hätte einen Gegenstand. Also bei einer Person wüsste ich's. Ich würde einen meiner lustigsten Freunde mitnehmen, die ich habe. Einfach nur, weil, ja, zusammen, glaube ich, in so einer Welt und dann direkt so einen Verbündeten zu haben, mit dem man das alles erlebt, das ist, glaube ich, schon mal ein guter Start. Als wenn du da ganz alleine, weiß ich nicht, ich glaube, das wäre mir zu gruselig. So, man weiß ja nicht, was einen erwartet. Ich glaube, ich würde einen meiner liebsten, lustigsten Freunde mitnehmen, ja. Gegenstände weiß ich nicht genau. Da gibt es ja unterschiedliche Waffen, ne, die Aqua so zur Verfügung stellt. Vielleicht. Oder eine Superkraft? Eine Superkraft. Ich würde gern fliegen können. Aber ich weiß nicht, inwieweit mir das jetzt helfen würde, da den Dämonenkönig zu besiegen, genau. Man weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Für jemanden meines Kalibers ist es doch ein Kinderspiel, frisch Verstorbene wiederzubeleben. Resurrection! Jetzt könnt ihr alle zusammen einen trinken gehen. Hast du vielleicht zum Abschluss noch ein paar Worte an unsere Fans? Ja, ich hoffe, dass euch die Serie gefällt. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, jeder einzelne von uns. Und ja, es kommt noch sehr, sehr viel Lustiges auf euch zu. Ich hoffe, ihr bleibt dran und ja, habt weiterhin Spaß mit der Serie. Danke dir. Bitteschön. Wunder der Natur!